Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei der nächsten Episode, nämlich mit Max Reinhardt und Florian Lemke. Und mit den beiden habe ich mich virtuell in Hamburg getroffen. Und ja, die beiden haben als erfahrene Wasserballer sich nach der aktiven Karriere zusammengefunden, haben sich gemeinsam selbstständig gemacht mit einem Kaffeeunternehmen. Und was genau dahinter steckt, das verraten die beiden uns jetzt in dem heutigen Gespräch. Ich wünsche euch, wie gesagt, wie immer viel Spaß. Nehmt euch vielleicht einen Kaffee dazu und genießt die knappe nächste Stunde. Viel Spaß mit Max und Florian. Ich darf euch sehr herzlich begrüßen. Diesmal, ich hatte ja in der letzten Episode schon gesagt, wir reisen so langsam alle Himmelsrichtungen so ein bisschen ab und heute haben wir den Norden am Start. Von daher herzlich willkommen und aus Hannover nach Hamburg. Florian und Max, ja. Einen wunderschönen guten Morgen oder Moin in dem Fall. Moin, danke für die Einladung. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch schon dieses Thema Wasserball als Einstieg sozusagen für die Zuhörer, die logischerweise den Podcast aus diesem Grund hören, natürlich auch so ein bisschen als Einstieg. Euren erstmal Bezug zum Wasserball, der ein oder andere mag euch ja vielleicht auch kennen. Es ist ja noch nicht so ganz so lange her, dass ihr aktiv wart oder auch noch in der Vereinsführung so ein bisschen aktiv seid und wart. Vielleicht würde ich euch erstmal das Wort übergeben wollen, dass ihr euch erstmal persönlich so ein bisschen vorstellt den Zuhörern. Klar, gerne. Ich fange mal an. Gut, Florian Lemke, ne? Den hat man bestimmt schon mal gehört. Ich komme ursprünglich aus Potsdam und bin da wasserballerisch ja groß geworden. Hatte, würde ich mal sagen, das große Glück zu dem, wir haben es damals goldenen Jahrgang genannt, gehört zu haben, 89-90, sozusagen der erste Wasserball-Jugendjahrgang, der super erfolgreich national war, in jedem Jahr quasi oder in jedem Jahrgang deutscher Meister geworden und Pokalsieger, viele Nationalspieler in der Jugend, später auch noch jetzt Herren Nationalspieler, daraus resultiert und Potsdam, wissen wir jetzt, wo Potsdam jetzt steht mittlerweile mit den Orcas. Ich bin dann über den Weg Stuttgart, da leider zweite Liga, also wir sind mit Potsdam in die erste Liga damals gegangen, bin dann studienbedingt nach zwei Bundesliga-Jahren in den Süden. Dort hat das mit der Bundesliga nicht geklappt, einfach zwecks Wechselfenster. Und dann bin ich in der zweiten Liga bei Ludwigsburg gelandet und über Ludwigsburg dann nach dem Studium nach Hamburg zum SV Poseidon, wo ich 2 Jahre noch versucht habe aufzusteigen. Hat leider nicht geklappt als Spieler. Plötzlich war ich Trainer. Tja, hat wohl an mir als Spieler gelegen, weil dann sind wir aufgestiegen in die Bundesliga, ein Jahr Bundesliga-Trainer und dann bin ich ja Funktionär geworden, verantworte dort den Herrenbereich, den Bundesliga-Bereich, jetzt aber seit letztem Jahr reduziert. Das heißt, ich bin irgendwie nur noch derjenige, der viel auch nach außen kommuniziert, weil mich die meisten Leute kennen. Wir bauen da aber ein großes Team auf im Poseidon, haben jetzt einen neuen Wasserballwart, haben ein neues Teammanagement, bin aber sozusagen aktuell nicht mehr so aktiv, weil das zeitlich nicht mehr drin ist, aber verfolge das Geschehen immer noch so gut ich kann. Und über den Weg Poseidon habe ich auch Max kennengelernt. Da kann er gleich einsteigen, weil Max ist damals einer meiner ersten Neuzugänge in der Bundesliga gewesen. Genau, dann ich fange ein bisschen eher an. Trotzdem nochmal, hi, Max Reinhardt. Vielleicht kennen mich auch ein, zwei Leute, die das jetzt hören. Hallo. Mit dem Wasserball angefangen habe ich 2004, 2005, glaube ich, so ein bisschen von der Familie auch angeschoben. Mein Vater lange Trainer gewesen, mein Onkel hat auch 2-3 Mal für Hannover das Tor getroffen. Da durfte ich mal andere Sportarten ausprobieren, aber am Ende war es dann irgendwie doch so. Ich bin in der Schwimmhalle groß geworden und dann gab es ja mit Mike Bartels, der jetzt letzte Woche offiziell verabschiedet wurde, auch Chapeau nochmal für die Wasserballkarriere an der Stelle. Zum Wasserball geholt in Hannover bei damals noch W98, Mini-Power Wasserball angefangen zu spielen, auch 2-mal deutscher Meister geworden, 06 und 07 in Hannover und in Berlin. Mit der Jugend
da dann ein paar Jugendmannschaften durchlaufen, bis es ja dann zu diesem internen Split kam, White Shark zu den White Sharks halt geworden und Waspo Hannover blieb so Waspo Hannover. Ich bin dann ja aus Vereinsverbundenheit noch bei Waspo geblieben, mit Uwe Brinkmann dann ein paar Jugendspiele gemacht, deutsche Vorrunde noch gespielt, bei Waspo in der Herrenmannschaft zumindest mittrainiert, immerhin noch, bin dann zu Laatzen gewechselt, ein Jahr Bundesliga gespielt, leider abgestiegen das erste Jahr, noch 2 Jahre zweite Bundesliga gespielt, bis Flo mich dann 2016, ja, nachdem Poseidon aufgestiegen ist, ich einen Anruf bekommen habe und gesagt habe, hey, ja, das bietet sich für mich gerade eine persönliche Jobmöglichkeit in Hamburg. Würdest du nicht Bock haben, hier in Hamburg Wasserball zu spielen, Bundesliga zu spielen? Ich habe gesagt, klar, warum nicht? Bin dann nach Hamburg gekommen, 2 Jahre Bundesliga gespielt, super viel Spaß gemacht in dem Team, und dann noch 2 Jahre nach dem Abstieg leider 2 Jahre zweite Liga gespielt. Und so schließt sich der Kreis, dass wir jetzt quasi zusammen hier sitzen und an diesem Podcast aufnehmen. Das ist ganz interessant, was ihr sagt, weil dann habt ihr ja beide so ein bisschen auch diese Situation, die ja jetzt ja aktuell mit diesen Kooperationspartnern im Grunde genommen ja herrscht, an zwei unterschiedlichen Stellen irgendwie miterlebt, hautnah. Also vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen vielleicht beide aus eurer Sicht berichten, wie das, also A, wie ihr das generell findet, mit dieser Kooperation zwischen ein, zwei oder auch mehreren Vereinen, ne? Also mit Waspo und den White Sharks, das ist ja im Moment, da läuft die Kooperation ja besser als je zuvor wahrscheinlich und auch vielleicht besser als geplant oder gedacht, aufgrund der Historie und ja, mit Potsdam und Spandau ist ja eine ähnliche Konstellation, ne, die immer wieder so als Vorzeigebeispiel auch rangenommen wird, ne, zu den anderen mit den White Sharks und Hannover. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was berichten aus eurer aktiven Sicht. Ja, also ich fangen einfach an mit der Hannover-Situation. Ich habe es ja damals, wie beim Intro kurz erzählt, in dieser Zeit der Aufsplittung miterlebt, wo es dann ja so ein bisschen eine Glaubensfrage wurde. Hey, gehst du jetzt zu den White Sharks oder bleibst du bei Waspo? Und die zu den White Sharks gegangen sind, haben nicht verstanden, warum man bei Waspo geblieben ist. Die bei Waspo geblieben sind, haben nicht verstanden, wie man zu den White Sharks gehen konnte. Was so als 12, 13, 14-Jähriger relativ unverständlich war, weil man irgendwie gesagt hat, ja, eigentlich haben wir ja nur Bock, Wasserball zu spielen und irgendwie mit Politik, ja, hat irgendwie in der C-Jugend nichts zu suchen, wo man sich schon gefragt hat, wieso arbeitet man nicht zusammen, wieso splittet man sich auf und macht so einen Stress abseits des Wassers, wenn es ja eigentlich, oder alle wissen ja, dass es nur zusammen geht und Gott sei Dank haben jetzt aktuell alle Beteiligten ihre Kriegsbeile begraben, sage ich mal, und arbeiten jetzt super gut zusammen. Wo es vielleicht auch nötig war, mal die eigenen Interessen zu vertreten außerhalb des Wassers, um sich dann langsam schrittweise anzunähern und zu sagen, was willst du, was will die eine Seite, was wollen die White Sharks, was will Waspo, und dass man so den gemeinsamen Nenner findet, den man ja jetzt super erfolgreich auch Gott sei Dank durchzieht. Ja, kann ich mich im Grunde genommen anschließen. Also ich denke, ich meine, wir wissen alle, dass die Situation für den deutschen Wasserball nicht in Gänze betrachtet nicht die allerbeste ist. Und da, wo wir uns irgendwie bündeln können, um gemeinsam die Leistungsfähigkeit deutlich nach oben bringen, da macht das total viel Sinn. Und ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht verwerflich, wenn Vereine kooperieren. Das ging auch so, dieses Spandau-Potsdam-Thema, sage ich mal, das ging schon los, als ich noch da war. In der ersten Bundesliga-Saison sind auch Jungs aus Spandau dann zu uns gekommen, die das vielleicht nicht direkt in den Kader von Spandau geschafft haben, aber mit der Perspektive eventuell wieder zurückzugehen. Andersrum gab es auch relativ schnell Tendenzen, dass Spandau sagt, hey, ihr habt da Jungs, die könnten für unsere Ambitionen, Champions League etc., deutsche Meisterschaften, sehr, sehr interessant werden. Und ich denke, das macht auch total viel Sinn. Und wenn man so Ballungszentren hat, dann soll man das auch irgendwie nutzen. Wichtig ist halt immer, dass es ein Win-Win für alle Seiten wird, dass halt nicht der eine Verein profitiert und der andere daran untergeht. Ich glaube, da gibt es viele gute Tendenzen zurzeit und viele gute Entwicklungen. Schade ist es natürlich aus Sicht wie Hamburg. Ne? Ja, wir sind halt komplett isoliert. Nichts gegen jetzt die anderen Vereine wie HTB Hamburg etc., aber wir sind der einzige Bundesliga-Verein dort und wir können überhaupt nicht mal irgendwo kooperieren, mal schnell kooperieren oder irgendwie mal Talenteaustausch machen oder unsere Leute dann rüberschieben, um sich zu entwickeln. Ist aber nicht böse gemeint, ne? Können wir ja nichts ändern. Das ist leider in Hamburg gerade so.
Wo ich aber aus Funktionärssicht sagen muss, vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon deutlich gebessert, aber das wäre so ein Wunsch quasi an die, an dieses ganze Konstrukt. Ein bisschen mehr Transparenz, wenn es dann um diese Regelung geht mit Zweitstadtrechten etc. Wir haben damals als Poseidon auch viele Sachen versucht, mit auch Spielern, die unbedingt irgendwelche Zweitmöglichkeiten nutzen wollten, teilweise um wieder Aufbautraining zu machen nach langen Verletzungen, teilweise um sich wieder neu zu empfehlen. Und wo es an anderen Stellen, zum Beispiel in Potsdam, hervorragend funktioniert hat, sind uns alle Möglichkeiten verwehrt worden damals. Und das ist wirklich kein Groll an der Stelle, sondern einfach ein Wunsch nach ein bisschen mehr Transparenz. Weil ich bin ja sehr vernetzt, ich habe sehr viel mit den Leuten telefoniert. Ich musste aber sagen, ich habe bis heute nicht verstanden, warum es bei uns nicht funktioniert hat und in anderen Fällen doch. Und das würde ich mir noch als Optimierung, so was das Gesamtkonstrukt DWL, Deutsche Wasserballliga und die Regelung angeht, für Kooperation etc. Da können wir noch besser werden. Also die Transparenz, ich glaube, das ist ja auch, also aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar, dass man das dann nicht versteht in dem Fall, wenn es bei mir jetzt im Verein dann nicht geht und ich halt gesagt bekomme, naja, das kannst du so und so nicht machen. Ich aber aus anderer Richtung höre, okay, wir machen das jetzt schon seit 4 Wochen vielleicht so, da ist es die Situation eine ganz andere, ne? Aber auch was der Max sagte mit dieser Rivalität, ne? Also zwischen Vereinen, also ich kenne das noch aus der Zeit zwischen mit der Rivalität, da waren in Hannover ja noch ein paar mehr Vereine oder um Hannover rum mit Hildesheim beispielsweise, zwischen Waspo und diese von dir schon erwähnte Glaubensfrage, warum jemand bei Wasserfreunde spielt und nicht bei Waspo, also weiß ich nicht, Kabine 5 und 6, also das war damals ein Unding halt in den Kabinen quasi zusammen oder nebeneinander zu sein, ne? Also das war genau dieser Glaubenskrieg dann auch damals und diese erste Kooperation, die wir ja hatten mit Waspo und Laatzen, gut, das ist jetzt, war ein anderes Niveau, zugegeben, aber auch dafür beide Seiten schon äußerst hilfreich, sage ich mal. Ne? Also ein Trainingspartner jeden zweiten Abend vielleicht im SLZ zu haben, der einigermaßen einen dann doch ein Stück weit fordern kann. Ne? Und da kam ja dann auch ja wasserballerische Familie von dem Max noch ins Spiel. Ne? Also da haben ja deine Verwandten sozusagen noch gespielt. Also von daher die Kooperation war da auch schon sehr sehr interessant. Also ich es war nicht immer schön den Abend, um das mal mit den Ecken und Kanten, die da im Spiel waren. Jetzt hatten wir ja eben auch schon, ihr habt euch ja über den Wasserball auch kennengelernt, ne, und auch schätzen gelernt und habt ja jetzt auch beschlossen, wir machen quasi beruflich dann gemeinsame Sache, ne? Und wie ist denn das zustande gekommen? Ich meine, das ist ja vielleicht auch nicht so eine ganz alltägliche Geschichte, dass man jetzt über den Wasserball sich kennenlernt, ist zwar nicht so ganz unnormal, aber dass man sagt, okay, wir bauen jetzt hier irgendwie ein gemeinsames Business auf und machen ein Startup oder was auch immer und beschäftigen uns beruflich miteinander. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, wir hatten also neben dem wasserballerischen gemeinsamen Background zum Wasserball, hatten wir dann plötzlich auch einen gemeinsamen Studien-Background. ich hatte irgendwann parallel ein MBA-Studium im Schwerpunkt Entrepreneurship Innovation Management gemacht. Und ja, ein bisschen später, 2 Jahre später, glaube ich, hat Max den dann auch angefangen, oder 3 Jahre später, spielt ja keine Rolle. Und hat gesagt, ey, das ist auch für mich eine gute Option, erzähl mir mal drüber, und ist dann dahin gegangen. Das war sozusagen der Punkt einfach, wo, ich sag mal, die Verbindung da war, dass wir im unternehmerischen Bereich plötzlich einen Connect hatten, neben dem, dass wir uns einfach auch gut verstanden haben. Und ich bin schon ein bisschen länger jetzt selbstständig, habe viele Sachen gemacht in der Zwischenzeit und wollte gerne aus dem klaren Weg, wo ich herkomme, also aus der Beratung, jetzt Organisationsentwicklung und diesen ganzen Themen, die ich da drumherum gemacht habe, mit Unternehmen aufbauen und so weiter, wollte ich gerne ausbrechen, weil ich unternehmerisch immer das Ziel hatte, mich anderweitig zu verwirklichen, irgendwie mit einem Unternehmen, was irgendwo mit einer auch privaten Leidenschaft zu tun hat, sei es Sport, sei es Food bei mir, das sind so verschiedene Sachen. Und dann hat Max gesagt, hey, ich mache das ähnlich wie du damals, ich kündige jetzt meinen Job, ich gehe dann, mache den MBA fertig und dann nehme ich mir eine Auszeit und guck mal, wo es hingeht. Und ich habe ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, was gemeinsam zu machen? Und er hat gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind wir in so einen Prozess reingegangen, zu gucken, passen wir zueinander und was sind unsere Themen? Ganz viel Sportthemen angeguckt, Tech-Themen angeguckt, Food-Themen angeguckt. Und am Ende sind wir hier bei unserem Thema gelandet und ich glaube, damit haben wir alles richtig gemacht. Kannst gerne noch was ergänzen, wenn ja, du hast eigentlich soweit alles gesagt. Akademischer Hintergrund, auch glaube ich, Leidenschaft für das Thema Unternehmertum, Gründerszene. Also ich habe in Hamburg in einem jungen Unternehmen gearbeitet, was sich auch schon
mit Sport befasst hat, im Sportmarketing, war ich einer der ersten Mitarbeiter und habe quasi so einen eigenen Verantwortungsbereich bekommen. Das war quasi mein abgesichertes Pendant mit Fallnetz zu Floß. Ich bin selbstständig. Ich war auch relativ selbstständig in meinem Unternehmen unterwegs, weil ich alles machen konnte und den Bereich aufbauen konnte. Und so schon diese Handwerks, wie sagt man, Werkzeuge an die Hand bekommen habe, Unternehmensressorts aufzubauen. Und als Flo dann auf mich zukam und gefragt hat, ja, kannst du dir vorstellen, das zusammen zu machen, hatten wir, glaube ich, beide die richtigen Tools an der Hand. Flo eher zahlenorientiert, ich eher kreativ orientiert, dass wir gesagt haben, wie können wir diese beiden Fähigkeiten zusammenführen, um jetzt unser eigenes Unternehmen aufzubauen und auch das Gelernte, was wir im Studiengang gelernt haben, auf die Straße zu bringen. Aber dann ist ja, ich weiß nicht, ob ihr die Folge beispielsweise mit dem Klingel gehört habt, dieses Netzwerken, ne? Also das ist ja bei euch dann, okay, das war ein bisschen enger zusammen, dadurch, dass ihr quasi lokal relativ eng beieinander wart, aber dann ja auch über dieses Netzwerken und Networking im Grunde genommen ja auch über den Wasserball hinaus dann zusammengekommen seid dadurch, ne? Also ist ja dann auch wieder so ein exemplarisches oder so ein Paradebeispiel für dieses Netzwerken, vielleicht auch während der aktiven Zeit, für die Zeit danach. Ja. Also das ist ja dann bei euch ähnlich gewesen wahrscheinlich. Ja, ich denke, wenn wir uns jetzt nicht durch den Wasserball kennengelernt hätten, gibt es, glaube ich, durch das Thema Netzwerken, was du angesprochen hast, glaube ich, genug Einflugschneisen, durch die wir beide uns auch eventuell getroffen hätten. Mhm. Also Thema Netzwerk für jeden ja super wichtig, mit Leuten sprechen, gerade im Bereich Entrepreneurship, Gründung, mit Gründungsaustausch, Erfahrung, wer kann dir helfen, gerade zum Start, mit welchen Multiplikatoren sollte man sprechen, mit welchen Medien, Menschen sollte man sprechen. Das ist super wichtig. Ja. Hilft einfach auf allen Ebenen, ne? Also das Netzwerk zahlt sich immer aus, und auch ein großes Wasserball-Netzwerk zahlt sich aus, nicht nur auf Wasserball-Ebene, aber Wasserball-Ebene ging es halt los. Als ich da bei Poseidon angefangen habe, kam unser Wasserballwart und meinte, danke, dass du das endlich machst bei den Herren, weil ich kenne irgendwie keinen und du kennst alle in Deutschland. Und dann konnte man noch viel besser mit den Leuten interagieren, aber auch jetzt, wo wir unternehmerisch uns vernetzt haben mit unserem großen Netzwerk und dem Netzwerk auch über Wasserball hinaus, das bringt uns extrem viel. Also wir sind jeden Tag, lernen wir neue Leute kennen, aber auch jeden Tag gefühlt oder jede Woche bieten sich irgendwelche Möglichkeiten durch das Netzwerk, unter anderem auch das Wasserball-Netzwerk, was wir haben, die uns unternehmerisch irgendwie weiterbringen. Das ist total wichtig, ja, und darf man nicht vernachlässigen, zum Beispiel jetzt. Wie zum Beispiel jetzt. Genau, und ich glaube, das, was du oder was ihr beide ja so ein bisschen angerissen habt oder angedeutet habt, ist wirklich das, dass man jetzt irgendwas gefunden hat, was man auch mit Leidenschaft betreibt, ne? Also es gibt ja nichts Schlimmeres, wahrscheinlich wie ein Job irgendwie, den man macht, weil es halt der Job ist, aber es drückt sich dann halt auch in den jeweiligen Ergebnissen dann aus, und am Outcome so ein bisschen sieht man ja auch, ob man das jetzt mit Leidenschaft macht oder ob man es halt nur macht, weil gemacht werden muss, sozusagen. Ich meine, das ist ja dann auch wieder so eine ähnliche Konstellation wie beim Wasserball, ne? Also auch da, wenn ich es halt mit Leidenschaft betreibe und das Ganze aus Überzeugung betreibe, kommt natürlich eventuell dann tendenziell was anderes hinten bei raus, als wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe da hin, weil ich dann 2 Stunden beschäftigt bin und alles andere geht mir irgendwie irgendwo vorbei. Ja, also auch da quasi diese Leidenschaft für beide Themen, ne, zeigt sich dann ja auch in den Ergebnissen, denke ich mal, auf beiden Seiten. Jetzt habt ihr ja, wie gesagt, also wir reden immer so ein bisschen um den heißen Kaffee herum, nicht Brei, nämlich dieses Decaf-Thema euch vorgenommen. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen. Ich meine, bei euch geht es ja wirklich haben wir noch gar nicht gesagt, um was es geht, also um den Kaffee an sich. Ist ja wahrscheinlich bei jedem zweiten gefühlt irgendwie ein Thema, jeden Tag, zumindest jeden Morgen. Das ist richtig. Bei uns auch. Hier, das ist ohne. Ach so, sieht man nicht richtig. Ja, bei uns geht es um ohne, unser Unternehmen, ohne. Und du hast vollkommen recht, es geht um Decaf, und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mit ohne das Thema Decaf, wir sagen immer so schön, aus der Mottenkiste zu holen. Mottenkiste ist genauso ein eingestaubtes Wort wie das Decaf-Thema an sich selbst, weil ja, das ist in den letzten Jahren ziemlich eingeschlafen und auch teilweise sehr in Verruf geraten, zwecks Qualität, zwecks aber auch gesundheitlichen Aspekten. Und wir haben relativ viele Schnittpunkte dazu gehabt,
Verschiedenste Leute, also Leute, die aus Stresssituationen heraus auf Koffein verzichten, Leute, die aus Drucksituationen beim Sport schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie zu viel Koffein zu sich genommen haben und diese Performance-Schwelle überschritten haben. Leute, die in Schwangerschaften oder in Stillzeit nicht können, kranke Leute, alte Leute, aber auch einfach viele Leute, die sagen, ich brauche das nicht wirklich, hinterfrage, was ich mache. Und das fanden wir super spannend und haben uns den Markt dann genauer anguckt und gesehen, der wächst in Deutschland wieder. Das Kaffeethema ist immer interessanter. Die Nachfrage nach Decaf wird größer. Das tendiert sich jetzt langsam so in Richtung den USA oder auch anderen Ländern in Europa, wo Decaf total zum Alltag dazugehört. Ja, und deswegen haben wir ohne gegründet, weil wir sozusagen die Lücke zwischen den schlechten, aus unserer Sicht qualitativ minderwertigen Produkten schließen wollen. Auf der anderen Seite den hochwertigen Produkten, die aber gar keiner kennt, weil die hochwertigen Produkte einfach beim Röster im Laden stehen. Für den Fall, dass du jetzt mal vorbeikommst und fragst, ob du einen haben kannst. Und sie sagen, ja, glücklicherweise habe ich einen da. Und wir haben gesagt, wir bauen eine Marke auf, die aktiv ist und wirklich zeigt, dass dieses Thema super spannend ist und grenzenloser Kaffeegenuss für jeden gewährleistet werden kann. Und wenn du jetzt gerade sagst, es gibt halt so gewisse Zielgruppen, die für die das, sage ich mal, tendenziell sehr, sehr, sehr gut in Frage kommt, ne? Egal ob jetzt gesundheitlich oder aus anderen Gründen. Warum ist das so oder was ist an Decaf so besonders? Ja, also es gibt mehrere Zielgruppen, für die es besonders ist. Flo hat eins gerade angesprochen, Schwangere und stillende Mütter. Wir wollen das ganze Thema Koffein überhaupt nicht schlecht reden, gar nicht. Also jeder kann Koffein trinken, machen wir selber gerade, während wir das hier aufnehmen. Aber für viele Leute ist es halt eine Frage der Menge. Wenn wir hier über die Schwangeren sprechen, 1 bis 2 Tassen Kaffee, Filterkaffee, normale Tassen sind vollkommen in Ordnung. Alles, was da drüber hinausgeht, geht dann auf die Unruhe des Kindes. Wenn man stillt, während der Schwangerschaft kann das Kind zum Beispiel an Gewicht verlieren. Halt exponentiell mit dem Koffeinkonsum. Flo hat das Thema Sportler angesprochen, die vor dem Spiel aus Routine noch eine Tasse Espresso trinken, weil sie denken, ja, das bringt mich total auf mein Level. Achten aber nicht darauf, dass sie vorher vielleicht schon 3 getrunken haben und dann zu hibbelig werden und zu nervös werden und das Koffein nicht so richtig kickt oder die Wirkung erfüllt, die man haben möchte. Dann ist es für Diabetiker spannend, für ältere Menschen mit Bluthochdruck und aber auch für viele Arbeitnehmer, die wir in unserem Umfeld beobachtet haben, die sagen, ja, zu jedem Meeting, zu jeder Konferenz, als es noch Meetings und physische Konferenzen gab, gibt es irgendwie 0815 Filterkaffee und das ist es egal, ob das Meeting um 9 stattfindet oder um 15 Uhr. Ich möchte nachmittags nicht unbedingt die 10. Tasse Kaffee mit Koffein trinken, weil ich abends noch ein Buch lesen möchte zum Entspannen, weil ich noch zum Yoga gehen möchte. Und wenn ich diesen ganzen Tag diese regelrecht lineare Koffeinzufuhr habe, dann komme ich nicht zur Ruhe, habe aber trotzdem Lust, Kaffee zu trinken, qualitativ hochwertigen Kaffee zu trinken. Und da fehlt es an, ja, um das Schlagwort reinzubringen, gerade an Awareness, dass es auch gute entkoffeinierte Produkte gibt und dass Decaf eine spannende Alternative sein kann zum Wasser oder so, wenn man halt einfach nur den Geschmack haben möchte. Ja, und was Max gerade angesprochen hat, eben diesen Geschmack, das ist eben das, was sich jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr rauskristallisiert, ist wirklich, dass es den Leuten um dieses Geschmackserlebnis geht und den wollen sie nicht missen oder das wollen sie nicht missen. Ja, wir haben so viel, Max hat gesagt, bei der Arbeit oder so viele Leute, die uns auch gesagt haben, ja, abends nach dem Essen, das schmeckt lecker, das tut mir meiner Verdauung gut, aber 20 Uhr ist einfach zu spät, noch ein Espresso zu trinken, weil ich kann da nicht schlafen. Oder gestern haben wir einen totalen tollen Typ aus der Personal Fitness Branche kennengelernt und der hat auch gesagt, der braucht das gerne für sein Konzept ab und zu mal auch auf den Koffein zu verzichten, aber er liebt Kaffee und aktuell ist dann immer nur 1 Woche, 2 Wochen kein Koffein, kein Kaffee. Aber weil er die Produkte nicht kennt, die wirklich gut sind und sagt, total begeistert, das kann ich in mein ganzes Konzept meiner Ernährung mit einbauen, dass ich einfach einen Kaffee habe, der fast gar keinen Koffein mehr hat und kann trotzdem weiter genießen und entspannen. Das ist Aber dann ist es ja wirklich was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, dass es ja jetzt nicht strikt irgendwie heißt, okay, wir wollen eine Alternative darbieten, sondern es soll quasi eine Ergänzung oder eine Möglichkeit, den
ja, normalen Koffein- oder Kaffeegenuss mit Koffein dann zu ergänzen, ne? Und dann über den Tag hinweg dann auf einem Level zu halten, der jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie besorgniserregend ist, ne? Genau. Natürlich, die Schwierigkeit ist ja dann natürlich, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann ist es halt relativ einfach, irgendwo in einen Kaffeeladen meiner Wahl zu gehen, ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen und da vielleicht auch einen entkoffeinierten Kaffee am Nachmittag zu kriegen, ne? Aber wenn ich dann zu Hause bin, ist das Ganze dann natürlich wieder schwieriger, ne? Weil ich natürlich dann zu Hause im Zweifelsfall nur den normalen Kaffee für meine Kaffeemaschine habe und nicht den entkoffeinierten. Genau, also wir sagen auch immer, wir wollen niemanden belehren oder bekehren. Also, ich habe es ja eingangs gesagt, wir sind ja überhaupt nicht dagegen. Wir trinken das selber, wäre ja irgendwie quatschig, wenn wir sagen, ja, wir möchten allen hier ein koffeinfreies Leben ermöglichen, trinken aber selber morgens 3 Tassen. Geht uns einfach nur um den bewussteren Konsum, ein bisschen sensibilisieren für die Auswirkungen von Koffein auch langfristig, die man eigentlich nicht bewusst ist, wenn man sieht, aha, jetzt ist Marke XY wieder im Angebot. Ein Pfund kostet 4 Euro, da kaufe ich jetzt 10 in mich rein, ohne mir Gedanken zu machen. Darum geht es uns Ja, eigentlich. aber ich glaube, das ist ja bei Kaffee dann ähnlich wie eventuell bei anderen Produktgruppen auch, die im Moment so ein bisschen im, naja, im Preisverruf stehen sozusagen, dass die Leute lieber ein, zwei, 3 Euro mehr ausgeben, dafür ein vernünftiges Produkt haben. Ne? Also anderes Paradebeispiel wäre da ja immer diese Fleischindustrie, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr für meine Bratwurst oder für mein Fleisch oder mein Mett oder was auch immer ausgebe und dann aber qualitativ wirklich was habe, wo ich dann auch vielleicht über die Zeit hinweg vielleicht auch weniger kaufe, aber dafür halt besseres qualitativ. Ja, absolut. Das sehen wir halt auch, weil das ist dieses Thema bewusst konsumieren oder bewusster Konsum. Das wird super wichtig. Natürlich nicht für alle. Man darf das immer nicht pauschalisieren auf die gesamte Gesellschaft. Es gibt Leute, die interessieren sich dafür nicht, Leute, die können sich dafür nicht interessieren. Aber Trend geht dazu, bewusst zu konsumieren und zumindest zu hinterfragen, was man da macht. Und das ganz, ganz wichtig halt eben auch, was Max gerade gesagt hat. Wir spielen dieses Spiel, sag ich mal, was wir aktuell in der Gesellschaft haben. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Das spielen wir nicht mit, weil wir wollen aufklären und sagen, jeder muss seine Mischung finden. Vielleicht ist es dann die Mitte, vielleicht ist es schwarz, vielleicht ist es weiß. Aber dieses, es gibt nur noch das eine oder das andere, macht keinen Sinn. Wir sind ein Ergänzungsprodukt und ein tolles Ergänzungsprodukt. Dafür stehen wir halt ein. Ja. Ja, und das, was du nochmal aufgegriffen hast vorhin mit dem, ja, ich bezahle lieber 2, 3 Euro mehr und dann ist es auch eine bessere Wurst. Ja, und dann weißt du im Idealfall auch, wo die Wurst herkommt, ne? Wir sind damit angetreten zu sagen, wir wollen unseren gesamten Prozess, unsere gesamte Lieferkette so transparent wie möglich machen, sodass jeder, der am Ende dann auch unseren ohne Kaffee genießen kann, sei es im Filter, mit Milch, mit Zucker, in der Espressotasse, dass der genau weiß, wo kommt der her, wo wurde der entkoffiniert, wo wurde der handwerklich geröstet, auch in einem handwerklich anspruchsvollen Prozess. Und nicht, wie gesagt, nicht schlecht reden. Jeder soll Kaffeemarke XY 5 Pfund trinken, wie er möchte. Ja, aber, Aber achso, sorry, dass ich unterbreche. Ich will nur da ergänzen, weil Max ist genau der Punkt, den hatte ich gerade im Kopf. Das wollen wir aber immer mal dazu sagen. Einfach, jeder darf es trinken. Wir wollen aber mal ins Bewusstsein rufen. Kaffeemarke XY im Angebot 6 Euro das Kilo, weil 3 Euro das Pfund, oder sagen wir mal 8 Euro das Kilo, weil 3,99 ist Pfund. Auf jedem Kilo Kaffee sind fix 2,19 € Kaffeesteuer in Deutschland. Abzüglich dann noch der Mehrwertsteuer, das sind dann auch nochmal 50 Cent, sage ich mal. Verpackung, Händlermarge. Verpackung, Händlermarge, da bleibt fast nichts mehr übrig. Und irgendwie, da ist auch noch jemand in Äthiopien, in Südamerika, in Asien, in anderen afrikanischen Ländern neben Äthiopien, der hat das ganze Zeug für uns angebaut. Die Umwelt ist auch noch da, die darunter ganz schön leidet teilweise. Das wollen wir einfach mal nur dazu sagen, dass man sich bewusst ist, dass allein dieser riesige Block geht nur für Administration und Steuern weg. Und irgendwo muss ja der Kaffee auch noch herkommen. Ja. Das weiß man meistens aber nicht. Aber das vermeidet man, wenn man hochwertigere Produkte kauft, weil sich Leute darüber Gedanken machen.
Aber genau dieses Thema, ich sag mal, hinter dem Produkt, also sprich Herstellung an faire Preise oder Fairtrade, wie es heutzutage so schön heißt, die Lieferkette habt ihr schon angesprochen. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, weil du ja sagst oder weil ihr sagt, ihr möchtet das weitestgehend transparent machen, ne, für den, der das Produkt dann zum Ende kauft, damit ich auch weiß, wo jetzt meine 2, 3 Euro mehr landen und warum ich die jetzt bezahlen soll, ne? Also vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen was, ja, auch zu der Herstellung beispielsweise sagen, ne? Weil es heißt ja auf eurer Webseite so schön, ohne Gedöns, kein Schnickschnack und ohne Koffein. Und geht da ja auch bewusst auf diese Story dahinter ein, ja, auf diesen Herstellungsprozess und faire, nachhaltige Vertriebsprozesse sozusagen. Genau, also unser Kaffee kommt ganz ursprünglich, kommt er aus Äthiopien, aus ja, kleinen Kooperativen. Es ist ein Sidamo-Kaffee, so heißt diese Art des Kaffees. Der wird da ja, geerntet, gewaschen und wird dann über den Seeweg nach Bremen gebracht, wo er schon entkoffiniert wird. Es gibt da verschiedene Entkoffinierungsmethoden. Die werden unterschieden in chemische Methoden, chemische Prozesse und natürliche Prozesse. Die normalen entkoffinierten Bohnen aus dem Supermarkt oder das gemahlene Pulver wird in der Regel chemisch entkoffiniert mit Lösungen, die man eigentlich nicht so gerne in Lebensmitteln haben möchte, die natürlich EU-geregelt gesundheitlich unbedenklich sind. Aber wer möchte irgendwie schon gern Chemikalien in seinen Lebensmitteln haben, wenn man davon auch nicht weiß, weil es nicht so richtig deklariert ist? Und unsere Bohnen werden mit der CO2-Methode entkoffiniert. Ist sehr schonend zu den Bohnen. Es geht so gut wie gar kein Geschmack raus. Also, ich würde behaupten, wenn wir dir jetzt eine Tasse von unserem Kaffee vorsetzen würden, würdest du nicht sagen, oh, der ist ja erstmal ohne Koffein vom Geschmack, weil der echt noch super qualitativ hochwertig ist. Und er wird vor den Toren Hamburgs dann von unserem Röster im Trommelröstverfahren geröstet. Das ist ein handwerkliches Verfahren. Das lässt sich nicht durch irgendwelche technischen Prozesse umsatzfokussiert hochskalieren, sondern man hat eine Menge von 25 Kilo, die wirft man in diesen Trommelröster und dann dauert das 14, 16, 18, je nachdem, welchen Röstgrad man dann haben möchte, bis der Kaffee fertig ist. Und da wird da, that's where the magic happens am Ende irgendwie. Da wird dann unser Röstprofil erstellt und es wird ihn in einer Filterkaffee-Röstung geben und in einer Espresso-Röstung. Das heißt, er ist dann ein bisschen dunkler, wird länger geröstet in diesem Trommelröstverfahren. Und dann werden wir ihn mit einem umweltfreundlichen, klimaneutralen Versand in der ganzen Bohnenversion und in einer gemahlenen Version an hoffentlich ganz, ganz viele Leute ausliefern können. Ja. Und um das ganze Transparent-Thema hier komplett rund zu machen, die Verpackungen sind auch noch, na, da achten wir auch darauf, kein Aluminium, kein Plastik haben wir gar nicht drin, auch kein Monoplastik und so, es ist alles, sind alles recycelbare Karton- und Papiermaterialien und auch die Farben sind nachhaltig etc. Stand jetzt, aber da sorgen wir dafür, dass das so bleibt und kurz auch noch zum Einkaufspreis, wenn es die Leute interessiert. Ich kann nicht den exakten Preis tatsächlich gerade sagen, das hat mit Umrechnung zu tun, weil da noch Unklarheiten sind, aber wir zahlen, wenn man immer über Fairtrade redet, Fairtrade ist erstmal super, dass es das gibt. Es geht aber noch viel besser, indem man halt dort direkt vor Ort ist. Durch Corona konnten wir jetzt keine eigenen Verträge abschließen, haben aber einen Handelspartner gefunden, der mit uns vor Ort agiert und super faire und nachhaltige Arbeit macht und nächstes Jahr uns auch vor Ort hinbringt und uns unsere eigenen Verträge machen lässt. Wir haben aber sozusagen Kooperationsverträge mit denen und der Preis dort ist, den wir zahlen, wenn ich mich nicht irre, ist mindestens das Dreifache vom Fairtrade-Preis. Ja, und nur da, um das mal einzuordnen, diese Schwelle Fairtrade ist schon eine gute Sache, aber das ist noch lange nicht alles, ja. Und Ja, aber ich sag mal so, wenn man das jetzt so hört und dann auch nachvollziehen kann, wo das Geld im Grunde genommen dann bleibt, dass ich dann mehr bezahle, dann bin ich tendenziell halt auch eher dazu bereit. Vor allen Dingen, das ist ja dann wirklich nachhaltig, über die Verträge vor Ort, über den Anbau, über den Transport, über die Produkte, über die Herstellung. Ich weiß, dass so ein Kaffeeröster wahrscheinlich irgendwie, wenn man das in einer kleinen Rösterei dann macht, handwerklich dann begleiten lässt und auch qualitativ gut durchführen lässt, vielleicht 1 Euro oder was auch immer mehr kostet dann unter Umständen, die dann natürlich auch irgendwo wieder in den Produktpreis fließen müssen.
Ja, aber dieses Transparenzthema ist ja dann wirklich, oder dieses, ich sag mal, Nachhaltigkeit, das ist ja dann wirklich von vorne bis hinten, ich sag mal, in jedem Produkt oder in jedem Schritt dieses Produktherstellungsprozesses ja mit berücksichtigt. Ja, absolut, absolut. Und Ja. die zur Röstung noch ganz kurz, ja, das verschwindet zum Glück immer mehr auch von der Bildfläche, auch bei den großen Unternehmen, jetzt die Industrieröstung, aber da auch mal im Vergleich, Max hat ja das schöne Verfahren angeteasert. Die Industrie hat in der Vergangenheit irgendwie in riesigen Tanks Bohnen reingefercht und dann irgendwie. Wo man noch nicht mal wusste, wo die alle herkommen. Wo die herkamen, einfach rein da und dann bei 600 Grad oder so wurden die bis zu 2 Minuten einfach nur auf schwarz geröstet, ne, auch dem deutschen Kaffeetrinkerbild entspricht, ja, so nicht bös gemeint an alle Omis, aber wie bei Oma zu Hause, schön schwarz muss er sein und kräftige Röstaromen haben, der Löffel darf auch gerne drin stehen bleiben, und jetzt ist es so, jetzt reden wir bei so über 190 bis 200 Grad und reden von 9 bis 16 Minuten Röstung und von statt irgendwie 3, 4, 500 Kilo auf einmal reden wir von 5 bis 50 oder 60, 70, je nachdem, wie groß diese Trommelröster sind. Also das ist auch schon ein Riesenunterschied. Ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt am Anfang von so einem Unternehmen steht und sich mit diesem Thema beschäftigt und möchte quasi jetzt seinen eigenen Kaffee produzieren. Wie seid ihr denn dann quasi an diese Hersteller rangekommen? Ne? Also das ist ja wahrscheinlich dann auch so der erste etwas größere Schritt, sich jetzt zu überlegen, okay, in welches Anbaugebiet, sage ich jetzt mal laienhaft, möchte ich denn gehen? Hat ja wahrscheinlich dann auch was mit den Geschmacksrichtungen, schätze ich mal, irgendwie zu tun. Wie seid ihr denn da dran gekommen? Ja, also erstmal, klar, wir mussten uns Gedanken machen, wo geht die Reise hin? Wir waren da aber relativ offen. Das Gute war, also wir sind beide leidenschaftliche Kaffeetrinker. Das Gute war, dass ich mich die Jahre davor schon zu so einem kleinen Hobby-Nerd entwickelt habe und quasi schon so ein bisschen tieferes Wissen hatte. Deswegen konnten wir ein paar Sachen schnell eingrenzen oder ausgrenzen und hatten aber auch ganz schnell, dann kommen wir zum Thema Netzwerk, den Kontakt zu Leuten gesucht. Bei mir in der Nachbarschaft, mein Standard-Café, die beiden Jungs, die da lange gearbeitet haben, haben eigenes aufgemacht, uns direkt mit denen getroffen, mit denen gesprochen. Und so ging das immer weiter. Zum äthiopischen Kaffee sind wir am Ende relativ spät gekommen. Wir mussten halt auch viel probieren. Unser Anspruch war das, dass wir erstmal nur eine Sorte Kaffee einkaufen, die wir sowohl zu einem schönen Espresso als auch Filterkaffee verarbeiten können. Und der äthiopische Kaffee hat am Ende diese Eigenschaften hervorragend kombiniert. Er hat halt, ist halt super aromentief und kann halt ein kräftiger Espresso sein, aber auch ein richtig aromatischer und wenn man will auch fruchtiger Filterkaffee. Und dann eben dieses Corona-Thema hat uns das erschwert, direkt den Kontakt zu den Farmern aufzubauen. Wir hatten zwar mehrere direkte Kontakte schon nach Südamerika. Südamerika war dann durch Covid ja auch komplett blockiert. Äthiopien kam ein bisschen später. Dann hatten wir aber gesagt, wir gehen auf äthiopischen Kaffee. Und Äthiopien ist ja dann noch schwieriger, weil Äthiopien, da wird ganz viel vom Staat reguliert. Infrastruktur ist schwierig. Dann gibt's immer mal wieder auch so, naja, Bürgerkrieg ist noch ein bisschen zu viel, aber so ähnliche Bewegungen jetzt gerade, weil die ganzen Bundesstaaten sich unabhängig machen wollen irgendwie, also wie bei uns Bundesländer sein, Kommunikationswege. Und dann haben wir dort eben Netzwerk, 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 haben uns Partner gesucht, ganz viel mit Leuten gesprochen, ganz viel getroffen, viele Stunden miteinander verbracht und festgestellt, wir haben hier jemanden, der kann uns da wirklich vor Ort weiterhelfen. Also das war so ein bisschen der Weg. Im Detail würden wir jetzt hier, da könnten wir nochmal 4 Stunden drüber reden. Aber so von dem Groben her, wir haben auch ganz viel getestet, wir haben Kaffees eingekauft von überall, wir haben auch mit einem anderen Entkoffinierer, der in Kanada sitzt, der auch ein tolles Verfahren hat, mit dem haben wir ganz viel gesprochen, haben uns von dem tausende Samples schicken lassen, Proberöstung gemacht. Es war ein Prozess, den wir doch dann relativ schnell bewältigt haben, weil er halt super intensiv auch war. Ja. Was uns aber auch wichtig war, dass wir das von null aufmachen und uns da unsere eigene Herkunftskette zusammenstellen und nicht einfach nur aus irgendeinem Bestand herauskaufen, nur um zu sagen, wir machen da unser Label drauf. Das irgendwie nochmal. Ja, wir haben alles in eigener Hand, tatsächlich. Die ganze. Ja,
Jetzt hattest du ja eben schon die Kaffeekränzchen und die Omas erwähnt, die natürlich wahrscheinlich, also heutzutage denke ich mal auch noch irgendwie eine große Anzahl an Menschen darstellen, die viel Kaffee konsumieren. Aber es ist ja also in Deutschland auch immer so ein bisschen, naja, so Bewegungen, ne? Oder was jetzt gerade in Mode ist, dieses ganze Thema Food und auch dieses ganze Thema Influencer und Social Media und ist Kaffee da jetzt auch? Also ich würde jetzt Kaffee auch vielleicht so in die, das ist so ein Trendprodukt oder irgendwie ein bisschen trendiger wird gefühlt als in der Vergangenheit. Also so ein bisschen sich aus diesem Oma-Image so ein bisschen mehr verabschiedet. Ja, also ja, jein. Da wir natürlich in unserer Blase, Kaffeeblase, Kaffeebusiness, ging das natürlich total mit. Nennt sich auch Third Wave Coffee, dass der Kaffee wie beim Craft Beer vor ein paar Jahren immer irgendwie noch eine Geschmacksnote mehr und noch irgendwie eine coolere Zubereitungsmethode, die wir natürlich in Hamburg hier, wenn du durch die Schanze gehst, die du erlebst, ich wohne in Hannover, wohne ich in Linden, wenn du da über die Limmer Straße gehst, dann siehst du natürlich auch links und rechts, wer hat das coolere Kaffee und wer hat irgendwie die exklusivere Playlist. Aber in den letzten Jahren ist es auch daraus hinaus gewachsen, dass es dann eher ein bewusstes Genussprodukt ist und nicht einfach nur ein Konsumprodukt, was ich nebenher konsumiere. Ja, morgens, ich lese irgendwie Zeitung oder gucke Morgenmagazin und trinke dazu einen Kaffee und weiß eigentlich gar nicht, was da drin ist und wonach der schmeckt, einfach nur, weil es zu meiner Routine gehört. Da hast du vollkommen recht, was du gesagt hast, dass Kaffee langsam immer ein bisschen breiter ankommt bei allen Menschen, die sagen, ja, ist das eigentlich noch der richtige Weg, dass ich mir für 300 € einen Vollautomaten in die Küche stelle? Und damit bin ich ein Kaffee-Experte und bin, habe richtig Leidenschaft geweckt. Auch vollkommen super, aber das Image geht immer ein bisschen weiter und Ja, runter. genau. Aber trotzdem ist es auch ein Trendprodukt, absolut, was über Instagram und so weiter die Zielgruppen bestimmt sehr gut trifft. Oder davon gehen wir aus. Deswegen setzen wir auch ganz viel auf dieses digitale Thema in unserem Online-Shop mit digitalem Vertrieb unter anderem und Schwerpunkt. Das ist auch eine Lifestyle-Bewegung, definitiv. Also es ist aber mittlerweile wirklich beides. Aber das findet sich auch gerade noch. Also wir sind da noch lange nicht am Ende der Entwicklungsstufe sozusagen. Und was die Vertriebswege angeht, hattest du ja gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? Dass er ja auch da sehr auf dieses, also zum einen lokale, stationäre und so ein bisschen, ich sag mal, exklusivere oder vor Ort euch konzentriert, auf der anderen Seite aber dann das Pendant auch in diese digitale Richtung geht, ne? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, also wir kommen ja auch beide von unseren Themenschwerpunkten auch aus der digitalen Welt, sage ich mal. Deswegen lag das auch nah. Und wir sagen, unser Motto ist ja grenzenloser Kaffeegenuss. Und grenzenlos heißt auch, es muss für jeden verfügbar sein und zugänglich sein. Der Online-Shop ist definitiv erstmal unser Schwerpunkt, unser Verkaufspunkt. Und wir sind digital wahnsinnig umtriebig, haben da schon viele, viele Maßnahmen ergriffen, haben viel vorbereitet, viele Aktionen in Planung, aber natürlich auch das ganze lokale Geschäft, gerade Hamburg hier als unser Unternehmensstandort, die Kaffeehauptstadt hier in Deutschland und auch einer der bekanntesten Kaffeestädte in Europa, bietet sich da total gut an. Aber wir reden auch nicht nur in Hamburg, da Max ja in Hannover lebt, reden wir auch in Hannover mit Läden. Wir haben da ganz tolle, so ich sage mal, Kaufhäuser, Lifestyle-Kaufhäuser etc., die unsere Produkte anbieten. Wir gucken uns aber auch alle Felder an, wir schauen uns an, was können wir im Bereich Sport machen, was können wir mit der Gastronomie machen, was können wir mit Hotels Hotels. machen, mit Büros machen. Das heißt nicht, dass wir überall am Ende was machen werden, aber wir schauen uns das alles an. Wir sind da total unvoreingenommen. Aber der Online-Kanal oder der Kanal, wo für jeden jetzt ab sofort, dann ab Sonntag sozusagen der Kaffee zugänglich ist, ist erstmal dieser Online-Kanal. Genau, da sind wir ja dann schon beim Thema. Also aktuell kann man es vorbestellen, glaube ich, ne? Oder Ja, genau, Vorbestellung kann abgeben und dann. man es wahrscheinlich Stimmt. schon vorbestellen, Ja, genau. genau. Also alle jetzt vorbestellen. Stimmt. Genau, also wir können dann vorbestellen, nicht wir, also ihr könnt vorbestellen natürlich. Die Vorbestellphase, die geht bis Ende November. Das ist eine etwas längere Phase, die wir uns aber gegönnt haben, weil der Kaffee muss jetzt veredelt werden. Wir haben ja gesagt, hohe Qualität, das braucht seine Zeit. Der steht jetzt zur Entkoffinierung bereit, quasi der Kaffee. Sobald wir dann
anfangen auszuliefern, ist das natürlich nicht so, dass man immer wieder 6 Wochen auf seinen Kaffee warten muss, sondern ist der Kaffee fertig. Es sei denn, wird hoffentlich so überragend, dass der so schnell alle, dass wir dann wieder so lange brauchen, um das neu zu ordern. Nein, aber genau, also man kann dann jetzt vorbestellen und man kriegt dann ab Ende November seinen Kaffee nach Hause geliefert, dann immer sehr frisch, in kurzen Lieferzeiten, Espresso, Filter, gemahlen, ungemahlen. Wir sagen immer, ungemahlen ist besser, aber wir schließen niemanden aus in verschiedenen also genau, ja. So weit sind wir schon, ja. Aber genau das, was ihr vorhin auch sagtet, mit man stellt sich halt eine relativ teure Kaffeemaschine dann vielleicht auch für ganze Bohnen halt ins Haus oder in die Küche, ne, und kauft sich dann irgendwie den Kaffee für Kilo 2,99, 3,99. Das passt dann irgendwie nicht so ganz ins Gesamtbild, ne, wenn ich das eine so teuer mir hinstelle und dann möglichst den billigsten Kaffee reintue. Die Wurstanalogie, die du vor 10, 15 Minuten hast, wenn du dir den Weber-Grill kaufst und dann legst du irgendwie das gut und günstig Fleisch drauf. Ja. Ja. Ich sag mal so, es kann auch schon mal vorkommen, ne? Gerade wenn die Gesellschaft vielleicht ein bisschen größer ist oder die Kinder mehr Hunger haben, dann kann es schon mal vorkommen. Aber es sollte vielleicht auch nicht zur Regel werden, ne? Und wenn ich halt ein Steak vielleicht mir oder ein hochwertiges Stück Fleisch mir gönnen will, dann tue ich das ja auch nicht irgendwie zwangsweise jedes Wochenende, sondern vielleicht alle 2 oder 3 Wochen. Ne? Also das ist ja dann da auch so. Aber ich glaube, diese ganzen möglichen Einsatzfelder, sage ich hier mal, die du gerade gesagt hast, mit Hotel, mit Gastronomie. Ich meine, da bieten sich einem natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, ne? Und genau diese Tatsache, dass ihr ja nicht sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwem, ich sag mal, wir wollen dadurch wachsen, dass wir anderen Marktanteile wegnehmen, sondern wir wollen halt als Ergänzung quasi das ganze Angebot abrunden und ergänzen und jetzt nicht zwangsläufig irgendwen aus dem Rennen schmeißen, sondern wir wollen das Ganze ergänzen, ne? Und dann halt über den Tag hinweg, da sind natürlich so Geschichten wie beispielsweise, was du sagtest, Hotels oder irgendwelche Bürogemeinschaften, Büroräume, Büro oder generell Unternehmen wirklich eine gute Zielgruppe, ne? Da zu sagen, okay, vormittags machen wir es so beispielsweise, nachmittags bieten wir den Leuten dann alternativ auch einen entkoffeinierten Kaffee an. Es ist gar nicht mal so viel, dass wir, wie du richtig sagst, irgendjemandem Marktanteile wegnehmen wollen. Es gibt in den Anwendungsfeldern, die du gerade genannt hast. Wir sprechen mit vielen Cafés, wir haben schon mit Restaurants gesprochen. Da gibt es aktuell nicht so viele Anbieter, die da entkoffinierten Kaffee überhaupt anbieten. Da geht es nicht darum, die Marke X aus dem Menü raus haben und unser Logo da sehen. Gibt eigentlich noch nicht so viele Restaurants, die eine gute entkoffinierte Marke gefunden haben. So, dann ist es eher, dass wir voranpreschen und auch mit den Partnern, die wir gesprochen haben, dieses Thema Decaf innerhalb der Branche überhaupt mal so richtig aufs Papier zu bringen und nicht da einen großen Wettbewerb anzuzetteln. Ja, und vor allen Dingen auch die, wenn wir dem mit Koffein Kaffee quasi Marktanteile wegnehmen, dadurch, dass wir unseren Markt wachsen lassen, das, was wir ja wollen, dann ist das wiederum auch nicht schlimm. Erstens ist der Markt riesengroß, das ist einer der größten Märkte der Welt. Und zweitens ist es ja zwangsläufig, profitieren ja die Leute, die sich darauf nicht konzentrieren, profitieren davon auch, ja. Die sagen auch, Konkurrenz gehört ja auch dazu. Und ich sag mal, wenn wir jetzt hier die Erfolgssternchen-Story im Kaffee-Business der nächsten 5 Jahre schreiben sollten, dann profitieren die anderen davon auch, weil die werden in diesem Bereich Decaf dann auch ihre Produkte platzieren, die werden auch wieder ihren Marktanteil haben. Und ich denke, das hält sich immer die Waage und wir wollen einfach gerne mit unserer Marke der Auslöser dafür sein, dass sich da einfach mehr bewegt. Ja. Also der Kaffee an sich mit entweder mit Koffein oder ohne Koffein ist ja jetzt, sage ich mal so, das eine Thema, was ich jetzt so aus der Entfernung so ein bisschen beobachte in diesem ganzen Kaffeemarkt ist jetzt nicht übertrieben und Kaffee-Business, aber das andere ist ja noch dieses mit den eventuell laktosefrei oder Soja oder Hafer oder habt ihr da auch irgendwelche Berührungspunkte mit oder eine Meinung vielleicht zu? Ich meine, es betrifft jetzt vielleicht nicht primär euer Kernbusiness, den Kaffee an sich, aber das ist ja auch ein großes Thema bei vielen, ne? Also beispielsweise dieses laktosefrei, weil viele halt das vielleicht irgendwie in der Milch dann halt nicht körperlich so vertragen. Also Berührungspunkt aber damit, dass das in der Kaffee drin ist, ja, also tagtäglich dazu, ja, weil die meisten trinken Kaffee mit Milchprodukten oder sehr viele nach wie vor und da ist das
täglich gang und gäbe. Klar, in dieser Kaffeeblase ist das sowieso der Trend schlechthin, von der Milch wegzugehen, aber auch nicht nur, wenn man Intoleranzen hat, sondern auch aus Glaubensfragen, aus verschiedenen Gründen. Also Berührungspunkte sind dahergehend da, dass wir das in unserem Umfeld auch haben, dass wir das bei der Kaffeezubereitung mitbekommen. Wir sind da total, auch dort total, ja, neutral einfach, weil wenn dir das besser bekommt, ohne Milch oder mit einer anderen Milch, dann bitte. Oder wenn es dir besser schmeckt, ja, also gerade die Nussmilchse, die auch nicht immer die besten sind für die Umwelt, aber diese Debatte wollen wir gar nicht aufmachen. Aber wenn es jetzt erstmal nur um den Geschmack und die Verträglichkeit geht, die auch teilweise wahnsinnig lecker sind, und wenn dir das besser schmeckt, wenn der Kaffee da Cashewmilch drin hat, dann bitte, ne, mach das. Und wir gucken uns aber auch an, was passiert in der Foodbranche. Da sind wir auch gut vernetzt und wir haben da auch die Leute direkt ganz nah sozusagen an uns dran, in unserem Netzwerk, die auch in der Richtung was machen. Und da schließen wir natürlich auch nicht aus, dass wir da in Zukunft auch irgendwelche Kooperationen mal anstoßen, wenn wir dann ein bisschen weiter sind. So, ja. Also auch andere Bereiche, sag ich mal, dieser Food-Bereich und ist ja jetzt öfter schon mal erwähnt worden oder angerissen worden, also hat so gewisse direkte Verbindung dann zu eurem Business, ne? Und wer weiß, was passiert? Wir haben den Namen ohne ja nicht nur gewählt, weil es um das Thema Koffein geht. Vielleicht. Ich lasse es mal so stehen. Ja, genau. Also mit anderen Worten, uns steht da noch ein bisschen was anderes bevor. Nein, weil unser Fokus ist der Fokus, über den wir hier die ganze Zeit reden. Ja, ja. Aber diese Marke bringt natürlich Potenzial mit, in der Zukunft alles Mögliche in diesem Bereich bewusster Konsum damit zu machen. Andere Sachen auszugrenzen, ohne den Verzicht zu vernachlässigen und so weiter. Aber wir haben keine konkreten Pläne. Wir wissen aber, wenn wir das hier gut machen, das funktioniert und wir Spaß dran haben und sich neue Felder auftun, egal in welchem Food-Bereich oder so, haben wir eine ganz tolle Marke, mit der wir das auch in andere Felder weiterführen können. Ja, das klingt auch schon mal sehr, sehr zukunftsorientiert und sehr optimistisch dann das Ganze, ne? Also ich meine, beim Kaffee mache ich mir wenig Sorgen, dass das irgendwie nicht klappen könnte. Also das hat ja alles Hand und Fuß, wie man so schön sagt, ne? Und ist auch in einem Markt unterwegs, wo ihr ja sagt, okay, das ist der vielleicht einer der größten Märkte weltweit sowieso und dass es da unheimlich viel Potenzial gibt, ne? Aber natürlich dieses Wort ohne, das kann man natürlich noch mit ganz vielen anderen Dingen dann verbinden, ne? Gerade in diesem Bereich, wenn man halt in Richtung Nachhaltigkeit denkt, das Ganze, ne? Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ohne Koffein, sondern halt auch ohne gewisse andere Dinge. Ja. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall über mehr, was da kommt. Dass es vielleicht nicht beim Kaffee bleibt. Aber jetzt steht ja dann erstmal der 18. bevor. Das Ganze geht dann wirklich los. Aufgeregtheit ist schon da oder eine gewisse gesunde Nervosität? Oder hat sie sich schon gelegt? Freuen uns. Also wird Zeit, dass es richtig losgeht. Wir ärgern uns jeden Tag mit irgendwelchen technischen Herausforderungen rum. Als Unternehmer sind wir ja auch alles. Ich durfte seit meinem Studium zum ersten Mal wieder programmieren vor 2 Tagen. Also auch wenn es nur eine Zeile HTML-Code war, aber es war dringend notwendig, sonst wäre unser Job nicht legal-konform gewesen. Gruß geht raus an alle Datenschützer. Ja, Gruß geht raus an alle Datenschützer. Da wird auch noch jetzt noch einiges ins Haus stehen, danach sowieso. Aber jetzt ist eigentlich die Vorfreude, dass wir wirklich so weit sind, dass wir dann an dem Tag auf den Knopf drücken können und ihr auch bestellen. Wir sind vom Produkt überzeugt. Freuen wir uns natürlich darauf, andere überzeugen zu dürfen. Freuen uns über Feedback, über Design, Geschmack, Qualität. Genau. Ja, dann die Käufe. Genau, dann bleibt uns ja nichts anderes über, als die Leute wirklich davon zu überzeugen oder aufzurufen, wirklich dann auf den Shop zu gehen, auf den Bestellbutton zu drücken, wenn er denn da ist, ne? Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, also als Kaffeetrinker sowieso und auch als eventuell demnächst Decaf-Trinker. Mal schauen. Super, von daher, ich wünsche euch alles Gute, danke euch auf jeden Fall für die Zeit. Ich denke mal, das war auch sehr, sehr interessant, jetzt mal so einen kleinen Seitenblick zu wagen, ein kleines Off-Topic-Episode sozusagen vom Wasserball-Podcast zu machen. Beste Grüße nach Hamburg
Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst nochmal wieder live. Also noch darf man ja verreisen. Hamburg, Hannover ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Wir kriegen es ja auch hin. Und, genau, wir kriegen es auch hin. Und sonst gibt es ja vielleicht dann in der kommenden Wasserball-Saison, wir sind ja auch da sehr oft am Beckenrand zu finden in Zuschauer- und Funktionärsfunktionen. Kommt Genau, also zu und die Connection zwischen Hamburg und Laatzen ist ja eigentlich ganz gut. eben Ja. drum. Aber ganz kurz, bevor wir jetzt hier Schluss machen, ne? Also Sponsorenanfragen, wir sind noch ein bisschen zu früh. Also wenn ihr uns als Hauptsponsor haben wollt, dann kommt mit ordentlichen Angeboten. Wir sind noch zu klein. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja. Alles klar, ich danke euch. Danke dir. Dankeschön. Ciao. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Florian und Max, vielen Dank für eure spannende Geschichte und spannenden Einblick in eure neue Selbstständigkeit mit Ohne. Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über Ohne erfahren möchte, der kann natürlich im Internet auf der Seite ohne.coffee mehr zu euch und euren Plänen und Ohne erfahren. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, auch wieder mal so ein Off-Topic-Thema hier im Podcast zu hören. Und ja, wenn es euch gefallen hat, nutzt gerne das Feedback-Formular, was ihr auf der Webseite findet. In der Zwischenzeit sehr, sehr gerne auch eure Kommentare und euer Feedback über die Facebook-Fanpage. Und wer uns wieder live erleben möchte, der hat dazu am 25.10. beim Querpass das nächste Mal die Chance. Dann begrüße ich Marc Politze und Andrea Schlotterbeck und Und ja, wir beleuchten wieder einige Themen der aktuellen Wasserball-Szene. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.